Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass meine Mausgeschwindigkeit nicht so ganz richtig ist. Aber ich glaube, das passt. Wir begeben uns heute hoffentlich nicht ganz so weit weg, bitte. Das ist ja direkt um die Ecke hier. Was ist das? Die Auktion. Ich bin mir unsicher, was das ist, zugegebenermaßen. Wir reiten da mal kurz runter. Genau. Ja, komm, wir reiten da kurz runter. Kann man ja mal eben machen. Gaul auf die Straße, danke. Meine Fresse. Beim letzten Mal ja den Reif nicht weggemacht. Denn warum sollten wir? Hab da keinen Sinn dran gesehen. Die Wegfindung von diesem Gaul ist wirklich... ist zum Fick. Hä? Okay. Ey, ich fange jetzt den Part nicht nochmal neu an. Archeo-Scheiße. Okay, what the fuck? Der Kampf gegen die Dinger ist ein bisschen miese. Egal. Wissen wir auf jeden Fall, dass wir schon mal jetzt nicht gegen die kämpfen sollten unbedingt. Dann lasse ich das jetzt auch erstmal. Ich schätze mal, gegen die ist Igni ziemlich gut. Würde ich so grob schätzen. Und damit herzlich willkommen. Nein, natürlich nicht. Wir reiten jetzt einfach mal. So, ich habe nie die zwei oder andere. Warte mal. Das da, ne? Genau, Auktion. Ich habe legitim keine Ahnung mehr, was die Auktion macht. Also ich hatte da irgendwas im letzten Part gelesen drüber. Bruder, ist länger als 5 Minuten, ja, weiß ich nicht mehr. Egal, wir reiten jetzt wieder dahin. Lass uns dieses Mal nicht von der Archeo-Scheiße ablenken. Die hat mich in Witcher 1 schon immer abgefuckt. Was übel nervige Gegner sind. Mich hatte jetzt eben nur das Geräusch verwirrt, weil das war neu. Ich habe die gar nicht gesehen gehabt, zugegebenermaßen. Jetzt habe ich es auch kaum gehört. Komm jetzt. Wollt ihr mir jetzt auf den Sack gehen und mich genau davon überzeugen, dass ich die Ecke mache? Okay, das scheint eine Art Quest zu sein. Wir machen das jetzt doch kurz. Das wollte ich nicht. Ich bin gerade noch ein bisschen steuerungstechnisch überfordert, wenn man das merkt. Kannst du mal wieder dein Schwert ziehen, Geralt? Still.
Meine Güte, ey, was ein nerviger Scheiß. Fast draufhören schon wieder. Hier wachsen Archesporen. Ich sollte die Gegend unschädlich machen. Wir stopfen natürlich eine Bombe einfach rein. Bomb. Und Stufe 39 noch geworden, Ehre. Großer Archeospor, ne, großes grünes Mutagen. Okay, ein Haufen Scheiß. Sind die jetzt froh, dass ich das gemacht habe? Also freuen die sich jetzt einen Ast, oder? Okay, die sagen einfach nur Danke. Ficker. So, warte mal kurz. Wir haben eine Waffe mit 50 Schaden. Da reparieren wir erstmal 40. Mich stört, dass es nicht 25, 50 und 100 gibt. Also 100 macht überhaupt keinen Sinn, aber 90 halt auch nicht, weil da reparierst du ja vorher, ne? Gaul, danke. Okay, spring halt nicht, wenn ich spring. Drecksgaul. So. Wir speichern mal zwischendurch, ne? Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Das ist ja generell nicht mal falsch. So. Jetzt zwischen uns noch mal kurz. Ist mir gerade egal. Servus! Suche Sicherheitsexperten für Transport. Ich suche nach bewaffneten Kämpfern und Sicherheitsexperten, die sich anheuern lassen. Der Auftrag lautet, 3 mit Wein beladene Wagen nach Belhaven zu eskortieren, diese dort auszuladen und mit eingekaufter Ware zurückzukehren. Ich komme für die Kosten für Verpflegung und Unterkunft auf. Weitere Informationen bei Pierre de Solves vom Fermentino anwesen. Notiz. Ein junger, wohlhabender, gut aussehender, athletischer und suchtfreier Mann sucht die wahre Liebe. Stell dich eins in einem Weingut jeden Dienstag und jeden dritten Donnerstag. What the fuck? Schweine! Alle, die irgendwo mit dem Coronata Weingut zu tun haben, sind Schweine und ich habe nur eine Nachricht für sie. Verpisst euch! Witwe sucht Kindermädchen. Die Witwe eines fahrenden Ritters sucht ein Kindermädchen für ihre Kinder im Alter von 7 und 4 Jahren. Die Kandidatinnen sollten folgende Eigenschaften mitbringen. Eine angenehme Erscheinung, gute Manieren, keine Süchte und viel Geduld. Antoinette de Nurgas. De Nuragus, meine Güte. Ei ist tot. Der als Ei bekannte Stallknecht starb auf einem Ein-Mann-Feldzug gegen Monster, auf den er sich aus freien Stücken und gegen den Ratschlag aller anderen begab. Er hinterließ keine Familie und keine Verwandten, er wollte ein Held sein, möge er in Frieden ruhen. An alle Interessierten, die Beisetzung nach Majorans Ritus findet in 3 Tagen statt. Und wo? Warnung. Die Arbeiter auf dem Vermentino-Weingut treiben es mit ihren eigenen Müttern und einer sogar mit dem eigenen Vater. Okay, what the fuck? Die scheinen ja irgendwie nicht gut aufeinander zu sprechen sein. Servus. Guten Tag. Guten Tag. Sei gegrüßt. Ich kenne die Stimme irgendwoher. Servus. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich?
Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Mathilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Geld, weil Dachlatten passen nicht in die Registrierkasse und Baggersteine nehme ich nicht. So, ich hätte gern 850. Das ist übrigens ziemlich viel Geld. Kannst du nicht noch ein bisschen runtergehen? Okay, 830, du kleiner Wichser. Kannst du nicht noch ein bisschen noch weiter, du blöder Penner, ey, 810. Der steckt richtig voll. Meine Güte, Alter. Das klingt gerecht. Ja, okay. Nicht jetzt. Vielleicht schaue ich mir die Sache mal an, wenn ich in der Gegend bin. Ich verspreche aber nichts. Natürlich, das verlange ich auch gar nicht. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Ich möchte erstmal gerne mit der jungen Dame reden. Lass die junge Dame noch da sein. Ja, sie ist noch da, okay. Psst. Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Ich möchte anmerken, dass das nicht das Doppelte ist, Puta. Ich fordere 850. Gut. Jo! Ehre. Dann, klar. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Sie hat gar nicht erst diskutiert. Das gefällt mir. Geschäftstüchtige Frau. Ich schlitz dich. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Ich schlitze dich übrigens auf, wenn, ne? Geh nach Corvo Bianco, okay? Und such gleich im Keller. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Was kann ich hier noch tun? Ist das schon die gesamte Quest? Mit jemand anders. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Nein, wer denn noch? Dieses Weingut, Belgard. Warum ist das so erstrebenswert? Ach. Du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten.
Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Alles Gute. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob hier noch ein paar Fragezeichen in der Umgebung sind. Würde ich nämlich gerade gerne machen. Erstmal gehen wir da zum Händler. Sehe ich gerade. Und gucken mal nach, ob der vielleicht, ja, ein paar Spielkarten verkauft. Halt die Fresse. Brauchst du was? Ja, hauptsächlich Gwindkarten. Darf ich mal? Er hat keine Gwindkarten. Was ist das da? Stahlblech. Mhm. Keine Gwindkarten. Tschüss. Bis dann. Viel Glück auf dem Weg. Danke, Bruder. So, servus. Wir machen nochmal eben das Fragezeichen da. Keine bessere Qualität. Anzweifeln. Hallo, Hund! Dummer Hund. Oh, und eine dumme Katze. Hund und Katze einfach nebeneinander. Anzweifeln. So, servus. Architekt? Leere Weinflaschen, Essensreste. Auf den Spuren des heiligen Majoran, Arbeiter. Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch! Das ist dann wohl dein Ende, Meisterhexer! Jo, macht der viel Schaden! Zucker. Komm her. Noch einer? Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Was ist hier überhaupt passiert? Ich verstehe gar nichts, Bruder. Einen Tag später. Was? Kann mir das irgendjemand mal kurz erklären, was hier gerade passiert ist? Große Fußstapfen. Ich habe da übrigens drauf gedrückt, aber okay. Große Fußstapfen, die zweite Gruppe. Was? Das finde ich wieder nicht, ne? Wonach ist das sortiert? Jetzt mal for real. Ich habe keine Ahnung. Ich habe legitim keine Ahnung, wonach das sortiert ist. Ich versuche gerade das zu finden, was ich gerade gemacht habe. Das Problem ist, dass es ganz viele Sachen gibt, die halt rot sind. Da, Toussaint, große Fußstapfen, zweite Gruppe. Die Einwohner Toussaints gelten als höfliche, angenehme Leute. Doch keine Regeln ohne Ausnahme. Geralt fand eine solche Ausnahme in Form einer Horde betrunkener Arbeiter am Lagerfeuer vor. Diese Bande hatte seltsame Vorstellungen von Gastfreundschaft. Sie servierten dem Hexer Beleidigungen als Horst. Keine Ahnung, und ein Faustkampf zum Hauptgericht. Nach der Schlägerei brachen die Arbeiter auf und setzten ihren Weg zum Bauplatz der Statue des Propheten Majoran fort. Okay, das sind also einfach Arbeiter, die keinen Bock haben zu arbeiten. Ja, gut. Ich würde sagen, damit reicht es auch für den heutigen Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir wieder irgendwelche Quests, denke ich. Bis dahin, haut rein und tschüss.